befinde mich hier auf dem Weg zum CCH, dem Kongresszentrum Hamburg. Dieses Jahr findet der 37C3 zwar nicht statt, aber ist mir doch egal. Geht jetzt trotzdem hin. Verboten. Na gut, Menno. Bin hier irgendwie falsch abgebogen. Ja, der Pavillon und Rosen. Der Deutschen Rosengesellschaft. Okay. Cool. Okay, also das ist jetzt schon mal irgendwie die Rückseite des CCH. Rückseite bin ich. So, da haben wir es doch. War doch gar nicht so schwer. Ey, ich habe CCC falsch geschrieben. Schon noch ein bisschen besser aus als beim letzten Mal. Und das werde ich in Blue in seiner vollen Kraft. Da vorne ist ja der Bahnhof. Da ist irgendwie oder war ein McDonald's. Und da sind wir damals beim Kongress. Was war das? 31C3, 32C3, ich weiß gar nicht mehr. 31C3 war das. Sind wir versehentlich da eingebrochen, weil die hatten eigentlich zu, aber die Tür hat nicht ordentlich geschlossen und wir dachten, die klemmten und innen war noch Licht an. Die waren eigentlich schon am Putzen. Naja, waren wir drin, waren die ein bisschen motzig und haben uns trotzdem bedient. Ah ja, da ist der McDonald's. Es gibt ihn noch und er hat neue Türen. Sehr gut. Es ist jetzt Tag 2 in der Zeitrechnung des in diesem Jahr nicht stattfindenden 37C3 und ich kann einfach nicht schlafen, weil mich diese Deko hier fertig macht. Diese Karte. Schaut euch diese Typografie an. Grasburg, Hafen, Strandtor, Hafen, getrennt. Dampfschiffhafen zusammen. Oberländerhafen, Bindestrich, Segelschiffhafen zusammen. Flussschifffahrtskanal. Das macht mich fertig. Hat jemand fleißig Sticker gesammelt. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, was ich hier mache und warum ich überhaupt nach Hamburg fahre, wenn ich weiß, dass doch gar kein Kongress ist. Die Antwort ist ganz einfach. Ich war jetzt schon dreimal in Hamburg wegen des Kongress und hatte nie die Gelegenheit dazu, mich hier mal ein bisschen umzuschauen. Naja, und das holen wir jetzt einfach mal nach. E-Roller, Zwei-Roller, Drehroller. Ich glaube, das sind eigentlich Stehroller. Ich sehe die nur rumstehen. Ich habe das Nest gefunden. Die Leute stehen an bis ganz hinten. Oh Menno. Hier beim Mivola ist leider die Hölle los. Ich werde es morgen noch mal versuchen. Wenn nicht, schade. Das ist mal ein ordentlicher Propeller. Hübsch, hübsch. Was steht da drauf? Fairplay 9, Baujahr 71. Na also.
lassen Sie nicht stecken bleiben. Den hat's zerlegt. Sag mal, das waren doch die Leute mit dieser Tauschbörse, oder? Betreten der Eisfläche streng verboten. Lebensgefahr. Ja gut, sehe ich ein. Okay, das ist jetzt ungünstig. Mittlerweile regnet so viel, dass ich mein Equipment nicht mehr benutzen will. Selbst das Handy kann ich kaum noch bedienen, weil es voll mit Wassertropfen ist. Und jetzt habe ich auch noch verlaufen. Mal wieder. Shit. Es ist jetzt Tag 3 nach der Zeitrechnung des diesjährig nicht stattfindenden 37C3. Es ist erstaunlich gutes Wetter, also von den 0 versprochenen Sonnenstunden haben wir einige mehr. Hi, hi, Quentin. Das heißt, ich kann jetzt endlich fotografieren. Es ist jetzt Tag 4 in der Zeitrechnung des nicht stattfindenden 37C3. Ich gehe jetzt einfach durch den alten Elbtunnel und zu der Aussichtsplattform auf der anderen Seite und hoffe, dass es da immer noch ganz nett ist. Ich war da schon mal und das war ganz nett. Auf geht's. Hier ist einfach alles voll mit Aufklebern. Wer hätte es gedacht? Sticker, 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 Sticker. Oh, nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Sticker, 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 Sticker. Kaffee, bäh. So, normalerweise würde ich jetzt noch 2-3 Stunden da bleiben, bis es dunkel ist, um Langzeitbelichtungsfotos zu machen. Normalerweise ist für gleich Regen angesagt. Also kehre ich jetzt um und erkläre den Tag für erfolgreich beendet. We'll be right back.
So, zurück im Studio. Miniaturwunderland habe ich dann doch nicht mehr gemacht. Ich wollte keine 3 Stunden im Regen stehen. Ich mache ja diese Videos hier, diese Meta-Vlogs, um Aufnahmetechniken und Equipment zu testen. Wenn ihr da sehen wollt, was davon ich weiterverwende und was ich davon jetzt gelernt habe, wie ich das in den kommenden Videos verwurste, drückt doch mal auf Subscribe, dann seht ihr das auch. Bin da ziemlich viel rumgelaufen, also mein Schätzeisen sagt 60 Kilometer insgesamt, 16.000 Schritte am Tag. Das muss ich sagen, schon einiges, zumindest für mich. Und naja, wäre schon cool, wenn es eine bequemere Methode gäbe, von A nach B zu kommen. Nee. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.